Bei der Herleitung dieses Schweredruckgesetzes haben wir gesagt, wir schauen da den Druck am Boden an. Ich habe bewusst gesagt Boden, damit die Geometrie ein bisschen einfacher ist. Wir könnten jetzt überlegen, was wäre denn jetzt, wenn das Gefäß hier noch tiefer wäre? Würde das eine Rolle spielen für den Druck? Wenn da nicht der Boden ist, sondern da unten auch noch Flüssigkeit ist. Und die Antwort ist, nein, es spielt keine Rolle. Diese Flüssigkeit da unten sorgt einfach quasi für den Widerstand dieser Kraft, die von oben wirkt. Ob das jetzt ein Teller ist oder ein Gefäßboden, wie so in Flaschen, oder ob das eine andere Flüssigkeit, ein anderes Flüssigkeitsvolumen ist, das bewegt sich ja dann nicht, spielt keine Rolle. Also der Druck kann ich einfach ausrechnen, indem ich die Tiefe nehme, wo ich den Druck messen möchte, ganz egal, was da unten noch kommt. Das haben wir schon hier eigentlich gesagt, bei diesem Beispiel, dass da unten, dieser Teil da unten nicht Änderungen im Druck auf einer Höhe weiter oben ausmachen. Jetzt schauen wir uns mal an, was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt einen Körper in so ein Gefäß hineinstecke. Schon am Anfang habe ich gesagt, das gibt ja diese Druckverteilung. Wir wissen jetzt mittlerweile ein bisschen mehr, nämlich dass der Druck da zunimmt mit der Tiefe. Also wenn wir da quasi eine Druckskala hätten, dann müsste ich sagen, der Druck hier oben ist 0 und er nimmt mit der Tiefe schön proportional zu. Also dass die Pfeile hier auf der Höhe kleiner sind, man kann ja da, wenn man so direkt die Pfeillänge da ablesen, diese Pfeile haben eine andere Länge als die Pfeile da unten. Die müssten dann diese Länge haben. Dazwischen irgendwo ist es dann auch, das gleicht sich dann einander an. Das heißt, wir haben links und rechts zwar immer den gleichen Druck, aber oben und unten nicht. Und das gibt dann insgesamt eine Kraftwirkung auf den Körper. Von unten drückt es mehr als von oben. Also der Körper wird da aus dem Wasser rausgedrückt. Und man muss sich dann überlegen, ob das wirklich rausgeht, oder ob seine Gewichtskraft des Körpers nicht stärker nach unten drückt, dann passiert natürlich nichts, oder es passiert sogar, dass er trotzdem absinkt. Aber diese ungleiche Kraftverteilung, also die Kraftverteilung um den Körper herum, die von unterschiedlichen Kraftlängen begleitet ist, diese Kraftvektorpfeile sind eben unten länger als oben, das sorgt für den sogenannten statischen Auftrieb. Der Körper möchte nach oben. Die Berechnung dieses Auftriebs ist relativ einfach, und zwar machen wir es auch zunächst mal so mit Zylindergeometrie, damit es von der Mathematik her auch einfacher ist, und wir müssen uns dann einfach überlegen, dass am Schluss jeder Körper in so Zylinder aufgeteilt werden kann, und die Überlegung, die für einen Zylinder gilt, gilt dann auch für den gesamten Körper. Schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Also der Körper ist jetzt eine Flüssigkeit, wir haben gesagt, der Körper soll zylindrisch sein. Also im Schnitt dann sowas, eigentlich wäre es dann hier so rund. Und das Ganze befindet sich in Wasser oder Flüssigkeit, sage ich jetzt mal. So. Dann haben wir hier eine Höhe der Oberkante des Zylinders und eine Höhe der Unterkante des Zylinders. Wir nennen vielleicht diese Höhe mal H1. Dann die Höhe hier wäre H2, Unterseite. Dazwischen wäre dann einfach H selbst, also Delta H vielleicht. Gut, jetzt wissen wir ja, dass der Druck, der Schweredruck von der Wassertiefe abhängig ist. Das heißt, wenn wir hier jetzt schauen, wie groß der Druck ist von oben, dann ist der Druck P1 einfach Rho mal G mal H1, diese Höhe H1. So stark drückt jetzt die Flüssigkeit da von oben quasi auf diese Oberseite. Natürlich drückt sie auch immer von links und von rechts, aber da haben wir ja vorher schon gesehen, dass die Höhe alleine entscheidend ist für den Druck. Das heißt, diese Kraft von rechts und die Kraft von links ist gleich groß. Das gibt keine Verschiebungen, oder gibt, die kompensieren sich gerade, die zwei Kräfte. Auch hier. Und dann unten, auf der Höhe hier, ist dann der Druck größer, die Pfeile sind länger, und wir können sagen, P2 ist O mal G mal H2, größere Höhe. Jetzt wollen wir die Kraft ausrechnen. Und Kraft ist ja, das steht hier nach, Kraft ist ja Druck mal Fläche. Kraft ist Druck mal Fläche, wenn ich das nach oben multipliziere. Wenn wir also hier diese Flächen wiederum mit A bezeichnen, ist ja
Eckfläche A und da unten dieselbe, wenn es zylindrisch ist. Das heißt, wir können sagen, die Kraft ist nachher Druck mal Fläche. Also in unserem Fall ist es der Druck von oben, der wirkt, und der Druck von unten, der wirkt. Das heißt, die Kraft in der Richtung hier, in der senkrechten Richtung, ist danach der Druck von unten. Das wäre Rho mal G mal H2 mal A. Minus die kleinere Kraft von oben, nämlich minus Rho mal G mal H1 mal A. Das ist quasi, ich schreibe vielleicht Druckdifferenz von unten mal die Fläche. Jetzt kann ich da einiges ausklammern, nämlich Rho und G und A kommt überall vor. Und dann steht noch H2 minus H1 in der Klammer. Das kann man in die Klammer nehmen. Jetzt habe ich es umgeschrieben. Und H2 minus H1 ist die gerade Delta H. Das heißt, ich kann dem da auch Delta H sagen. Und habe nachher Rho mal G mal A mal Delta H. Und als nächstes können wir sagen, A mal Delta H ist hier gerade das Volumen des Körpers. Wir haben den Zylinder vorausgesetzt, das heißt, es ist gerade das Volumen des Körpers. Und ja, man kann es jetzt so lassen und sagen, diese Kraft, die da noch übrig bleibt, ist also Rho mal G mal das Volumen des Körpers, der da vollständig eingetaucht ist. Eingetauchte Teil des Körpers. Man könnte das noch etwas anders schreiben, nämlich man könnte sagen, dass Rho mal V eingetaucht ja auch die Masse ist, die da quasi verdrängt wurde durch den Körper, der eingetaucht wurde. Also ich kann sagen, dass das gleiche wie also M mal V, Entschuldigung, Rho, die Dichte dieser Flüssigkeit mal V eingetaucht, ist gerade die Masse von der verdrängten Flüssigkeit mal G. Oder ich kann anders sagen, das ist das gleiche wie die Gewichtskraft Fg, die da verdrängt wurde. Die verdrängte Gewichtskraft, also die Masse, die da verdrängt wurde beim Eintauchen, hat eine gewisse Gewichtskraft, M mal G, und das nennt man die Auftriebskraft, dann F, Auftrieb. Die Nettokraft, die da insgesamt auf den Körper nach oben wirkt, erzeugt durch diese beiden unterschiedlichen Schweredrücke oben und unten. Also Auftrieb ist gleich Gewichtskraft des verdrängten Mediums oder auch eben Rho mal V mal G, aber V ist das eingetauchte Volumen und das ist das Gesetz von Archimedes. So stark drückt die Flüssigkeit den Körper nach oben. Wenn jetzt diese Kraft nach oben größer ist als die Gewichtskraft, die der Körper ja selbst hat, das besteht ja aus Materie, wird nach unten gezogen. Wenn also diese Auftriebskraft größer ist als diese Gewichtskraft, dann steigt der Körper nach oben und wird dann irgendwann mal an der Oberfläche schwimmen und dabei einen Teil sogar aus der Oberfläche rausragen, was dann noch verdrängt wird an Flüssigkeiten, hat ein Gewicht, das genau dem Gesamtgewicht des Körpers entspricht. Falls die Gewichtskraft des Körpers größer ist als die Auftriebskraft, was beim Stein zum Beispiel, beim Steckmetall so ist normalerweise, dann haben Sie hier also ein Absinken des Körpers bis auf den Boden und dann hier kommt dann die Auflagekraft vom Boden dazu und dann ist auch wieder Kräftegleichgewicht erreicht. Falls zufällig, und das ist also ganz schwierig einzustellen, falls zufällig Auftriebskraft und Gewichtskraft gerade gleich groß sind, das kann man mit einem rohen Ei vielleicht manchmal so erreichen, oder man kann auch die Dichte von der Flüssigkeit etwas manipulieren, indem man Salz dazu gibt oder so. Wenn die genau gleich groß sind, dann spricht man von Schweben. Dann schwebt der Körper in der Flüssigkeit. Und wir haben also eine andere Situation. Das ist auch in der Luft so. Also